Hallo. Guten Abend. Tut mir leid, Verspätung. Ich musste mich noch fertig machen. Und ich trinke noch eben was. Moment. So, einmal was getrunken. Gehe doch mal in den Studio-Modus, gucken, ob alles sitzt. Im Sinne von, die Tür ist offen. Ja, tatsächlich sehr schön. Ja. Buddy, guten Abend. Hallo. Na, wie geht's? Joa. Begeisterung. Er macht sich was zu futtern. Ja, du. Ist eh nur du hier. Ach ja, schön. Nee, alles gut. Dann, ja, guten, ne? Warte mal, Subnautica. Merkwürdige Geräusche. Ach, wobei, weiß ja heute. Aber die Kamera mache ich. Einstellung dürfte es hier nichts Neues geben. Einen Tag und 48 Minuten. Ich werde heute definitiv nicht überziehen können. Weil ich morgen um 5 Uhr aufstehen darf. Und ich würde halt gerne versuchen, halbwegs 8 Stunden zu schlafen. Das wird halt nichts, wenn ich bis 22 Uhr streame. Aha, wenigstens 7 Stunden will ich haben. Das heißt, ich mache vielleicht um 21:30 Uhr oder so Ende. Ah, müssen wir mal gucken. Wie es sich halt im Spiel ergibt. Hui. Ah ja. Ein bisschen umgucken hier. Zuletzt hatten wir gemeinert. Geminert. Und zwar Titan. Reichlich Titan. Schauen wir uns erstmal um. Die Basis. Schön. Das ist. Krebs. Hier können wir mal an Ladung hängen. Oh. Einmal an Ladung hängen. Rohrrad ansehen. Genau, wir haben hier ganz viel Zeugs drin. Nur erstmal das seltenere Zeug raus. Und dann. Titan. Hier sind so Ausrüstungen drin, die brauchen wir im Moment nicht. Marmormelonen haben wir jetzt auch. Overball.
Nehmen wir mal an. Warum ist dein Plüsch-Teddy aufgespießt? Na dann. Ja, mehr Platz haben wir nicht. Hier können auch die Rubine rein. Wenn ich genug Platz hätte. Mal das Nickelerz da raus. Diamanten. Und dann würde ich gerne einmal noch einen Spind nur für nur für Titan einmal hier reinbauen. Und das Quarz nehme ich da eventuell noch wieder raus und mach da noch einen Schrank draus. Ja. Hier ist jetzt sehr, sehr viel Titan drin. Alle lösen. Und wir wollen eine Basis bauen. Da unten in dem Bereich von dem Kyaniten. Und nicht direkt bei dem Leviathan, aber zumindest in der Nähe. Auf der Ebene würde ich das ganz gerne machen. Und dann mal einen Scannerraum bauen und gucken, was man da so an Platz hat. Wir können erstmal nach den Gebäuden schauen. Hier wegen sowas. Klarstallbarren, Tauchdock. Eine große Glaskuppel, um rauszuschauen, wenn der Leviathan über ihm schwebt. Das wäre natürlich auch cool. Nehmen wir es mal mit rein. Netzwerk kaum gut. 6 Titanen ist jetzt nichts Verwunderliches. Glassegmente. Fenster. Ich nehme mal Fundament mit, damit ich auch ein bisschen Blei mit im dabei habe. So. Das heißt, wir brauchen. Ich würde gerne wissen, da oben. Klarstallbarren und Titanbarren sind. Ja, unterschiedlich, klar. Machen wir doch erstmal die Titanbarren. Ne, die beiden sind leer. Vielleicht sollte ich den Fabrikator irgendwie da drüben hinbauen. Wenn ich so einen langen Laufweg habe. Und in der Seebahn craften ist halt Energieverschwendung. Wir eh wieder laden. Okay. Also viel Lithium haben wir gar nicht. Mehr. Emailliertes Glas. Baue ich aus. Wie viel brauche ich davon? 4. 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und. Meines war Lithium. 1, 2, 3, 4.
Diamant, nicht Lithium. Bei Lithium muss ich so mitnehmen. Kann ich jetzt einen von diesen großen Gebäuden bauen? Ich schau mal ganz kurz, wie groß ist denn groß? Ja, okay, das ist anständig. Da ist dem irgendwas im Weg. okay. Oh, das hier dürfte alles voll sein. Nee, tatsächlich nicht. Dann mache ich Hieros jetzt mal. Oh. Großer Raum. Dann nehme ich die beiden Klarstellbaren rein. Planbaren. Ne, eben nicht. Sondern emailliertes Glas. Das Lithium und ein Titan muss ich mir noch holen. Dann hier reinkommen. Okay. Und nein, ich schreibe nicht im Caps Lock, das ist einfach die Schrift. Ich habe das Gefühl, ich habe doch weniger Titan, als ich dachte. Dann brauche ich auf jeden Fall zwei Mehrzweckräume. Mehrzweckraum. Naja. Damit da die Reaktoren rein können. Hier aus mal Tauchdock. Tauchdoch. Ja, Tauchdoch. Wie viel heute für? Da brauche ich einfach nur die Titanbarren für. Mieröl und Blei. Nehme ich doch schon mal den großen Raum aus der Gleichung. Die Glaskuppel. Zwei Mehrzweckräume. Da ist mal noch Scannerraum, Kontrollraum. Zur Beruflung, Verwaltung der Energieversorgung, der strukturellen Integrität und des ästhetischen Designs der einer Basis. Ach, können wir da unten auch mal machen. Ich brauche eine Luke, um reinzukommen. Im Idealfall. Ein paar Fenster. Ah, komm, noch ein bisschen was. So, zweimal Blei. Das geht uns damit auch aus. Biermittel. Dann für den Mehrzweckraum Kupfer, Gold. Kupfer, Gold.
Und eine Tischkorallenprobe. Dann brauchen wir noch Glas. Glas. Silber für einen Kabelsatz. Für den Kontrollraum. Ach, einen erweiterten Kabelsatz sogar. Naja. Das heißt auch noch einen Computerchip. Da ist nochmal zwei Kupfer. Einmal Gold. Fischkoralle. So, warte mal, wir haben ja Kupferdraht hier eigentlich irgendwo rumfliegen gehabt, oder nicht? Irgendwo da hatten wir doch ganz viel davon. Kernbrennstäbe sollte ich mitnehmen. Wir hatten doch irgendwo die ganzen Kupferdrähte ohne Ende. Übersehe ich die gerade hier? Doch einige davon. Ich frage nur mal. Weil wieder Platz. Wo waren die Kupferdrähte drin? Eigentlich dachte ich in einer der beiden Kisten hier. Kupferdraht hat man auch immer ewig viel gekriegt, aber halt nicht. Okay, dann einmal das Tauchdock bekommt Blei und Schmiermittel. Kommt doch noch mehr hinzu. Dann der und Kontrollraum. Neunmal Titan. Kupfer. Gold, das Ding. Kabelsatz. Und das Glas. Damit ist der auch voll, alles klar. okay. Hier nicht noch was angebracht hat. Hier ist ein Thermoanzug, den brauchen wir da unten eigentlich nicht. Bring die mal in die Basis. Habe ich denn im Moment an? Und den Verstärken. Na gut, den habe ich halt irgendwie zweimal hier.
Na komm, die Thermohandschuhe halt hier rein. Nicht ganz konsequent das alles. Naja. Aber apropos Luke aus Quarz und Titan kann ich da schon mal reinschmeißen. Irgendwo so zwei Platzes. So, damit haben wir das Tauchdock, Scanner und Kontrollraum, die Luke. Ja. Dann brauchen wir vermutlich noch Verstärkungen. Fenster hätte ich gerne. Diese Module hier, ja, vor allem Reichweite. Ja, hier kommt dann auch noch was. Okay, viermal Magnetit. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Hier. 1, 2, 3. Viermal und viermal Kupfer. Dann bauen wir mal die Reichweitenmodule. Und ich trinke mal eben was. Dann brauche ich sehr viel Glas. Hier unten eigentlich. Ach, die Schubtauchflasche. Da haben wir schon die mit ultra hoher Kapazität, wenn ich mich recht entsinne. Ja, vom Rest hier haben wir auch schon alles, bis auf die Stirnlampe. Die wir da unten wohl eher nicht brauchen. Die Stehlampe wäre eigentlich mal ganz cool. Auch die brauchen wir da unten eigentlich nicht. Es ist da unten ja nicht mal so dunkel, wie man annehmen würde. Das wäre noch der Oberhammer, wenn es dann auch noch anfängt, richtig dunkel zu werden da unten. Dann kriegst du ja richtig die Panik da. Sag mal, funktioniert unser Bio-Kernreaktor nicht mehr? Oder tatsächlich der Bioreaktor? Muss man eben Platz schaffen hier. Dieses Surren. Nicht. Ey, die sollten wir Marmormelonensamen mitnehmen. Eine Wasserfiltermaschine können wir da unten auch mit hinnehmen, auch wenn wir eigentlich genug Wasser. Zugegebenermaßen, wir haben schon sehr viel Wasser. Ich bringe das hier mal eben rüber.
Ich pack den Detektor da mal mit rein. Im Moment, ich brauche den nicht wirklich. So richtig effektiv genutzt habe ich den nie so richtig. Ab und zu mal, ja. Hey, ich glaube, ich würde mal das Gewitter wegmachen. Okay, aber damit hätten wir dann auch schon mal... Ach, jetzt habe ich das Glas hier. Naja. Damit hätten wir auch schon mal... Fenster, Glassegment. Ah, und die Scannerraum. Chips fertig. Wasserfiltersystem hätte ich gern. Den Kernreaktor hätte ich gern. Lebensformen Zuchtbehälter. Ja, nun... Bei Wärmekraftwerk bin ich mir nicht sicher, ob das da unten was bringt. Aerogel, das hat man doch aus Gelsack und Rubin gemacht. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Jetzt ein bisschen was könnte ich mir merken. Dann, ich brauche insgesamt noch 5 Blei, das muss ich mir dann mal bei Zeiten besorgen. Brauche einen erweiterten Chipsatz und Kupferdraht. Noch einen Plastahlbarren, heißt Titan. Und Lithium. Dann mal ein Kabelsatz und Tischkorallenprobe und Gold für die CPU. Für den Computerchip. Ah, Kabelsatz und erweiterter Kabelsatz. Okay. Und dann ganz allgemein noch Titan. Wasser plus Reaktor. 3x Titan, Kupferdraht und Aerogel. Das hier ist Plastahlbarren und der erweiterte Kabelsatz. Da fehlt mir dann halt noch 3x Blei. Das schmeiße ich einfach erstmal hier rein. Verstärkung. Ja, auch noch Lithium. Welcome aboard, Captain. Ja, zumindest 3 Verstärkungen können wir bauen. Oh, noch ein Glas. Hm?
Okay, drei Verstärkungen. Die hier. Mehr passt auch nicht rein. Da ist die Sichtfeldchips. Stimmt, wo kann ich die denn noch reinschmeißen? Ah, hier habe ich Platz. Ich brauche dann Blei. Das gibt es wieder nicht einfach so zu finden, sondern Datenbank, Forschung. Ja, stimmt, diese Erzader wollte ich mir auch nochmal ansehen. Eine Mineralablagerung, die hoffe ich bei. War jetzt Galenit, ne? Ja. Dann zeige ich mir die mal und ich würde dann noch einmal gerne mit. Die Reaktoren gehen gerade wirklich ein bisschen in die Knie. Sehr merkwürdig. Na gut. Oh, ich habe Platz. Der hier nicht so viel Platz, dann nehme ich das jetzt mal doch mal eben raus. So war das nicht gedacht. Lass ich den Scanner rum jetzt scannen, bis ich da durch bin? Ne, ich mach das mal. Ich will nur mal eine Sache mir anschauen, bevor ich jetzt mit dem Galenit loslege. Würde gerne einmal nach Norden an die Eiswände. Da gab es nämlich ja noch diese Erzadern oder allgemein diese versteckten Höhlen. Irgendwie in dem Bereich hier waren sehr auffällige, praktisch sowas hier. Muss mal gucken, sehe ich das überhaupt so? Es war auch sowas in der Richtung, nur noch ein bisschen offensichtlicher. Man sich da dann irgendwo reingraben konnte. War ich hier schon mal? Müsste eigentlich. Einmal Energie aufladen. Okay, war ich hier schon mal? Wir haben ja auch noch eine Basis hier oben. Oh je. Yeah.
Eine Basis, in der ich noch gar nicht drin war. Geh mal halbwegs hier irgendwie am rechten Rand entlang, um einfach zu gucken, ob hier... Ah, da ist was. Hier ist noch mehr. Ah, okay. Niemand zerstören? Nein, ich will den erstmal scannen. Komm, der hat schon voll die guten Sachen dran. Was? Der hin abgehauen. Außenposten 0, hier waren wir noch nicht. Dass man ja auch so schon so Krebszeugs kriegt. Oder kriegen könnte, weiß ich nicht. Oh, hey. Ach. Eine Wasserfiltermaschine. Okay. Broschüre für die Forschungsstation 0. Der Sektor 0 besteht aus 2 Quadratkilometern Ozean, an denen im Norden und Westen Gebirge angrenzen. Diese Region des Planeten ist von Eis und Schnee bedeckt und es herrscht fast ganzjährig Winter. Extreme Wetterereignisse sorgen zu jeder Zeit für spektakuläre Himmelsspiele. Aus unbekannten Gründen wurde der Sektor von den Erbauern als Dreh- und Angelpunkt für ihre Einrichtung ausgewählt. Entschuldigung, gern. Seit der Freisetzung des Enzyms 42, die Antwort auf alles, in das weitere Ökosystem blüht das Leben in diesem Gebiet auf. Unterkünfte... ja... Krebsdock, ne? Hurra. Hätten wir das mal eher gefunden gehabt hier. Energiezellen-Ladestation, ja. Sowas haben wir natürlich jetzt alles... Oh, Laternenbaum. Eine Kiste. Und ich komme nicht an die Kiste ran? Ist ja bekloppt. Aufgabenliste. Beetkästen abhören und neues Saatgut ausbringen. Offen. Maschinenöl und Kühlmittel nachfüllen. Forschungsproben. Kraftfeld. Wochenbericht. Krebse lackieren. Türschloss der Basisluke reparieren. Monatspatrouillen. Navigationsausrüstung. Innenraum. Luftfilter überprüfen. Aha. Ja, jetzt gibt es also auch wieder Laternenbäume. Die wachsen sogar innen, seit man die Decke hier mal rausnehmen kann. Ui, die bringen eine Menge Wärme. Also irgendwas steht da, aber was kann ich definitiv nicht lesen. Ja, das hilft natürlich auch nicht viel. Weil jetzt so dunkel, dass man nichts mehr sieht. Quartiere. Dr. Samantha Ayu und Dr. Lillian Bench. Was this Sam's Space? Ach so. Die Sam. Ja gut. Ich habe doch gesagt, irgendwie fehlt das hier noch komplett. Als hätten wir komplett was übersehen. Bild einsammeln. Potato. You're a good cat. Ich will auch Vorhänge haben. Ja. Haben wir eigentlich solche Wandregale, die man bauen könnte für die Inneneinrichtung? Innenmodule. Ne, keine Wandregale. Ach doch, hier vielleicht. Ja doch, Wandregal. Okay, Einzelwandregal, alles klar. Hätten wir doch hier. Ah, die, die... Ich immer...
Das ist die Abschussstation von der Sunbeam. Aus dem ersten Teil natürlich. Das sieht sehr schräg aus. Irgendwie sind die Belichtungsverhältnisse gerade sehr doof, um irgendwas hier sehen zu können. Nur mal mit dem Scanner rum. Vielleicht kann man tatsächlich die Stirnlampe gebrauchen. Aber ich habe auch echt nicht mit einer Expedition gerade gerechnet. Also das ist der Shot hier, ne? Ja. Ja, Wasserfiltermaschine haben wir schon. Oh, so eine schöne Glastriesentheken-Dings. Hier haben sie so ein Einzelwandregal an der Seite gebaut. Als, ja, so eine Klappe. Ja, hier sind wohl keine Quartiere mehr. Fremder Eindringling, ein Spiel voller Täuschung, Außerirdischer und Paranoia. Ach, davon war das Bild. One thing at a time. Winning takes focus. Motivational posters were banned from Zenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Danke, PDA. Du munterst einen immer wieder auf. Oh, was haben sie denn? Chips. Nur Chips. Okay, da kommen wir schon mal nicht raus. Labor. Boah, noch ein großer Raum. Nein. Nichts zum Scannen. Auch nichts zum Scannen. Eine Katze. Oh, Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Und. Das ist so ein Behälter. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine schwebende Mikrowelle, so ungefähr. Okay. Ach, die Dinger, die kleinen Aufpasserroboter. Schön. Auch solche Deko-Elemente haben. Echt jetzt? Hier? Erbauer Forschungsnotiz. Teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects. I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries. And we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Mm-hmm. Lil wanted to know too much about architects. I could not let her. She was... what do you call them? Volterran. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance. Mm-hmm. Also aktiv hoch Kontrollraum. Naja, haben wir ja schon. Na. Der hat also aktiv auch gegen Altera gearbeitet. Schaut man sich, was sie alle gegen Altera haben. In erster Linie sind, haben wir hier ja erstmal nur Forschungseinrichtungen. Dagegen wäre prinzipiell nicht mal was einzuwenden. Mhm.
Oha. Ja gut, okay, das scheint alles gewesen zu sein. Was? War das? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Na hoch. Jetzt ist hier mit mal so Nebel drin. Was konnte ich da gerade scannen? Achso. Ich brauche mit Sicherheit was. Hoch. Poster. Achso. Was zu trinken mit? Die hier geben Nahrung. Alt. Na hurra. So, dangerous Wetter ist weg. Da sind die beiden Bäumchen drin. Den lasse ich mal kurz stehen. Hier hinten gibt es auch nicht viel weiter scannen und erkundbares. Ein Konstruktionswerkzeug. Aha. War mal jemand im Stream, der danach gefragt hätte. Hier wäre also auch was. Raketenstartplatz für merkwürdigerweise nötige Raketen, um wieder nach Hause zu kommen. War das gerade? Achso, Schnee. Oh, noch mehr. Noch mehr Schnee. Na gut, dann waren wir auch jetzt bei Außenposten 0. So super viel haben wir nicht mehr erfahren. Aber es war ganz nett. Ab ins Wasser. Das sind noch nicht die Stellen, nach denen ich eigentlich suche. Hier vielleicht sowas sein? Hm. Da drüben eventuell ein bisschen weiter noch. Und wieder oben Pinguin drin steckt. Das war doch weiter links statt rechts. Aber hier komme ich mittlerweile in Gegenden an, wo ich definitiv nicht. Ah. Was ich eigentlich nicht meinte. Was ist denn das? Kupfer. Brauche ich Kupfer? Ne, eigentlich nicht. Bräuchte wenn dann Lithium. Ja, okay, und jetzt sind wir wieder hier hinten. Nee, da bin ich zu weit. Oh, Quarz. Quarz nehme ich mit. Hey. Wollte nicht weiterlaufen.
Da haben wir jetzt schon mal einiges an Quarz. Aber ich habe leider nicht die Stelle gefunden, die ich gesucht habe. Es gab halt irgendwo direkt an dem Eis, so kurz darunter, gab es so eine Stelle, da konnte man sich entweder reinbohren oder so. Auf jeden Fall stand da, dass man da durch kann. Und dann gibt es irgendwelche tollen Sachen. Wo es hier so runter geht, habe ich glaube ich auch nie so richtig erforscht. Jetzt sind wir wieder hier. Und an dem Ding waren wir ja hier. Das klingt gerade irgendwie interessanter, als es sollte. Okay, es klingt überall so. Dann schauen wir doch mal in die Richtung hier. Ja, okay, hier war ich schon mal. Hier gab es so Kupfer, Silber, Magnetit und sowas. Diesen Balken. Ja, hier. Aber so kriege ich das nicht auf. Uff, wieso sind hier keine Sachen mehr drin? Das hilft nicht so ganz. Objekt loslassen, Quarz. Das hilft mir auch nicht so richtig. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das hier dran stammt. Von wegen, wenn du hier irgendwas machst, kommst du dahinter durch. Probier es mal mit Fotografieren. Probier mal es zu fotografieren. Vortex? Du meinst, wenn ich hier mit so einem Torpedo gegenschieße?
Ich habe nur noch einen, deswegen würde ich das gerade eher ungern nochmal machen. Aber mehr Arme gibt es doch gar nicht für das Ding. Den ich was anfangen könnte. Ach so, Schneemann. Ah ja. Gibt's Schubkanone, Wurfangarm, Bohrerarm, Torpedoarm. Die habe ich alle ausprobiert. Den Säure-Torpedo habe ich jetzt halt nicht probiert, aber das macht für mich jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja, da reicht ja schon eine normale Schubkanone. Ich meinte einfach ein Foto. Ja, ja. Ja, Vortex war zu diesem Wirbelbällchen vorhin. Das musste auch nicht nochmal machen. Vortex, Wirbelbällchen. Ach so, du meinst einfach nur von dem Ding hier ein Foto. Screenshot. Die Schubkanone dabei. Dann müsste das ja schon ein größeres Kaliber sein. Haben sie jetzt halt doch gemacht. Damit irgendwas anfangen? Nein. Sieht mir auch nicht aus, als könnte ich damit irgendwas machen. Wenn ich mal einfach nur mit der bloßen Hand da versuche, was zu machen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich meinte. Und da, ich meine, das hatte ich mal eingescannt. Rohstoffe hinter lockerem Gestein. Tja, dann halt nicht. System worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. But not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme.
They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. Mm-hmm. So rum. Und ich muss neue Torpedos bauen. Und ich müsste mal ein Innenbeetkasten bauen. Ja, um diese Dinger da anzubauen. Hier. Ja, schön gegenüber von dem anderen. Naja, werden kleiner, aber okay. Okay, dann stellen wir nochmal wieder Glas her. Und dann muss ich nochmal ganz kurz eine kleine... Bin ich gleich nochmal kurz AFK. Irgendwas mit den Reaktoren tatsächlich nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Mal ganz kurz den hier hin, bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Sind so zwei, drei Minuten. Schätze ich. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. Huch, nee. Moment. Erstes, bin gleich wieder da rausnehmen. Ich in. Danke, danke. Aufgrund der Uhrzeit würde ich gerne Folgendes machen. Ich würde jetzt nochmal Blei sammeln. Das brauchen wir unbedingt für. Hier oben rechts steht es noch, den Bioreaktor und Fundamente. Würde ich das sammeln. Den Wasserfilter hatten wir jetzt, glaube ich, schon gemacht. Weiteres würde ich mir gerne bei Zeiten ansehen. Ich habe jetzt noch wieder ganz viel Glas im Inventar. Ja. Eigentlich habe ich so viele Ionenwürfel, ich könnte auch mal Ionenbatterien draus machen. Verwende die ansonsten für nichts anderes. Glas. 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 Was brauche ich eigentlich für das Mehrzweckraum-Dachglas? Emailliertes Glas. Ah, gut, dann lass mich nochmal vielleicht ein, zwei mitnehmen. Ja, ich mach noch was. So, Galenido-Schlüssel wird da hinten angescannert. Welcome aboard, Captain. Erstmal noch was futtern. Ja, die Poster und Bilder. Ach ja. Upp, so. Ne, der Krebs war auch noch nicht so ganz bei voller Heilung, ne? Ne. Jetzt ist es wieder. Okay, dann. Weiß ich doch mal die hier. Brauche ich das doch mal so. Und baue daraus mal Ionenwürfel. Ionenbatterien. Ach so. Braucht dafür die normalen Batterien gar nicht. Na. Gut. Dann lass mich die einfach so hier reinschmeißen. Upp. Gold, Silber und Lithium. Mit Gold und Silber kann ich auf jeden Fall die mit Lithium leider überhaupt rein gar nicht. Oh je. Also, Kommando zurück. So war das nicht gedacht. Ja, super. Und
Obopfote. Reparaturwerkzeuge. Jetzt natürlich mitten in der Nacht, hurra. Aber ich habe auch ganz viel von den Galenit-Zeugs im Visier. Hört mir alles so weit weg. Das ist auch ganz schön weit weg. Schön, alles mitnehmen. Oh, vielleicht sollte ich auch nochmal die, die hier mitnehmen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Sache. Uff. Oh, hallo. Ja, nee, danke. Oh Mann. Und Seegleiter-Teil da drüben. Hier sind so viele von denen. Da drüben kriege ich aber noch was. Was habe ich denn noch im Inventar? Ha, ich habe noch viel Platz. Ja, das ist doch schon wieder eine Vorbereitung nur für den Basenbau. Versuchen wir jedes Mal irgendwie einen Basenbau zu organisieren, aber mache ich doch wieder hier was, da was, dort was und schon ist die Zeit um. Mensch, gib mir Blei. Hallo.
Na, was war das denn für ein liebes Kerlchen? Ja, nun... Die Definition von lieb sehe ich ein bisschen anders. Inventar voll. Gut, ich bin noch ewig weit weg, ne? Ja. Geht noch. Man die Tarn wegschmeißen. Okay. Versuch was wert. Und dann, ja. Haben wir definitiv genug Blei. Dann ist es leider auch spät genug, als dass ich mich gerne verabschieden würde. Welcome aboard, Captain. Schön. Okay. Ja. Und plopp, alles weg. Die kommen hier rein. 7,5 Stunden. Ja. Das macht mir etwas Bauchschmerzen. Aber gut. Speichern. Ja, eh heute erstmal rausgesucht, wie ich da überhaupt hinkomme. Und im Idealfall. Wenn ich weiß, wenn, wo ich dann wann wie im Endeffekt dann hin muss in den nächsten Tagen, dann reicht es auch hoffentlich, wenn ich erst um 5.30 Uhr aufstehe, statt 5 Uhr. Aber morgen erstmal 5 Uhr aufstehen, damit ich genug Zeit habe, zur Not eine Bahn zu verpassen, zur Not nicht zu wissen, wo ich dabei dem neuen Standort überhaupt hin muss und. Ich habe dann auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Und ich muss immerhin nicht um 3.30 Uhr aufstehen. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ich gar nicht gestreamt. Das muss man sich auch vor Augen führen. Also, ja. Das Ding ist, wenn ich direkt mit Fahrrad zum Standort fahren würde, würde ich vielleicht 34 Minuten fahren, ungefähr. Ich würde mir dann 40 Minuten Zeit nehmen. Also 40 Minuten vorher losfahren. Achso, neuer Standort, stimmt, hast du geschrieben. Mm. Und das Ding ist aber morgen bei 3, 4 Grad über eine halbe Stunde Fahrrad zu fahren, völlig untrainiert, halte ich für keine gute Idee. Da hole ich mir nur eine Lungenentzündung. Naja. Gut, gute Nacht. Schlaf gut, man sieht sich. Bis morgen. Haut rein. Nachtparty.
Das liegt wieder auf dem falschen Kanal. The body. The body. Sorry, gute Nacht. Ich schalte schon weg. Ich rede mal Wargaming Games.